Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder ein Lookbook in Kooperation mit Nicklif. Ihr erinnert euch, hatte ja schon mal ein Video dazu gedreht, hat euch sehr gut gefallen. Und ja, ich durfte mir wieder ein paar Teile aussuchen. Die habe ich jetzt für euch zusammengestellt in coole Party-Outfits, habe ich mir gedacht. Heute spielen wir mal ein bisschen Shopping Queen. Ich bin jetzt die Shopping Queen und habe mehrere Motti. Und mein erstes, also das Hauptmotto ist halt Party sozusagen, habe ich mir gedacht. Irgendwie, keine Ahnung, also ich finde, die sind so ein paar partymäßig, aber in verschiedenen Locations und so. Und ich erzähle ein bisschen die Story, was ich mir dabei gedacht habe und so, und zeige euch so die Teile halt im Einzelnen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und euch gefällt das Video und viel Spaß dann jetzt bei dem Lookbook. So, das ist auch jetzt das erste Outfit, mein persönlicher Favorit, auch ehrlich gesagt. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir schreibt, was euer Favorit ist von allen Vieren. Auf jeden Fall, ich habe mir hier beide gedacht, das ist so ein Party-Outfit. Also wenn man zum Beispiel einfach nur trinken geht mit seinen Mädels oder so im Café hockt oder so. Vielleicht ein bisschen so sowas halt. Ne? Es ist so schön leicht luftig. Das ist so eine schöne Bluse. Ich mag sowas so gestreift. Schwarz-Weiß, monochrom, wie es ja ist. Momentan immer noch. Dann ein Skaterrock in Weiß. Und dann natürlich als Pep schöne leuchtend gelbe Schuhe. Einfach als Kontrast nochmal, weil das sonst zu schwarz-weiß und alles wirkt. So, das Party-Outfit ist for the clubs, in the club, dachte ich mir, mit Neon. Ich liebe Neon, wenn ihr das nicht schon wusstet, in Neongrün. Wieder den Skaterrock. Ich liebe Skaterröcke, die sind einfach super bequem. Man hat halt auch so gute Beinfreiheit, sich zu eingeengt. Super zum Tanzen natürlich. Chilligere Party-Look, sage ich mal, ein bisschen lockerer, aber trotzdem schick wegen dem Blazer. Also erstmal hier, ich habe so einen Crop-Top an, was ich ganz süß finde, das hat so einen kurzen Kragen und ja, wie gesagt, cropped ist es. Allerdings ist der Skaterrock ziemlich high-waisted. So, hier trage ich ein schönes Maxi-Kleid. Ich finde das immer sehr schön im Sommer. So partymäßig bin ich am Strand oder so. Hm? Sowas, so Strandpartymäßig. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich gerade so. Sehr schön flowy und so ein weiches Material. Ich mag das ganz gerne. Es ist ein bisschen lang, deswegen muss ich diese Schuhe anziehen. Ich brauche hohe Schuhe. Ich habe halt solche Wedges an, so Metallic Wedges. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's auch schon. Und schreibt mir, was euer Lieblingsoutfit war. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde euch übrigens alle Artikel in die Infobox verlinken. Also schaut da mal rein, falls ihr Interesse habt. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.